weil sie haben nämlich ganz Wichtiges mit dem Sport zu tun. Weil olympischer Sport, olympischer Spitzensport funktioniert nämlich nur dann, wenn wir ganz früh Lust auf Sport bekommen, wenn wir in den Schulen ordentlich gefördert werden, wenn Schüler schon ganz früh sagen, ja, Sport, das ist mein Ding, aber eben nicht nur Sport. Es gibt einen neuen Preis, der jetzt von der Olympia-Bewerbergesellschaft gemeinsam mit dem Bayerischen Landessportbund frisch eingeführt wurde, gemeinsam mit dem Bayerischen Kultusministerium, und der trägt den Namen Pierre de Coubertin Abiturpreis. Pierre de Coubertin, das war der Mann, der vor 115 Jahren die olympische Bewegung quasi reanimiert hat, nachdem sie in einem mehr als fast 2000-jährigen Dornröschenschlaf war. Und jetzt werden wir hier Preise verleihen an ganz außergewöhnliche Jugendliche. Und deswegen begrüße ich hier auf der Bühne den Staatsminister für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spänle, Otto Marchner, den Vizepräsidenten des Bayerischen Landessportbundes, und den Geschäftsführer des Münchner Flughafens, Herrn Thomas Weyer. Herzlich willkommen. Und weil hinten bei uns so viel los ist und so viele Bands und so viele Mitwirkende bereitstehen, gibt es einen kleinen Stau. Herr Staatsminister Spänle, herzlich willkommen. Meine Herren, herzlich willkommen hier auf der Bühne. Grüß Gott, hallo, grüße Sie, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Entschuldigung. Herr Minister, ein heißer Tag heute, im wahrsten Sinne des Wortes. Seit wann sind Sie schon wach? Seit 1972. Seit 1972, diesen Moment entgegengefiebert. Haben Sie heute früh die Bewerbung von München nochmal genauestens mitverfolgt oder haben Sie gesagt, na, Augen zu, ich vertraue denen, die da vorher zeigen? Das mit 72 war jetzt vielleicht flapsig gemeint, aber...